Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an und wir werden einmal das Gewinnspiel des letzten Videos auflösen und natürlich auch heute wieder eine 10 € Paysafe-Karte und einen Monat gratis Premium verlosen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um das nicht zu verpassen. Gefragt, im letzten Video war das Ergebnis zwischen Freiburg und Frankfurt. Das Spiel endete mit 1:1. Das Ganze haben 4 Leute richtig getippt. Serdar steht hier zweimal drin, weil er seine Gewinnchancen verdoppelt hat. Also schaut dazu auf jeden Fall auch das ganze Video, um eure Gewinnchance dann letztendlich auch verdoppeln zu können. Und ich würde sagen, wir verlosen jetzt zuerst mal die 10 € Paysafe-Karte. Gewonnen hat Serdar Islemis. Herzlichen Glückwunsch an dich für die 10 € Paysafe-Karte. Und jetzt verlosen wir noch den Monat Gratis Premium. Und den Monat Gratis Premium hat Martin Sommer 5873 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an euch zwei. Schreibt mir einfach eine kurze Nachricht bei Telegram und ich lasse euch dann die Gewinne zukommen, beziehungsweise Martin füge dich dann zur Premium hinzu und Serdar, dir lasse ich die 10 € Paysafe-Karte zukommen. Also wie gesagt, nochmal bis zum Ende dranbleiben, dann habt ihr die Chance auf die Gewinne, beziehungsweise auch um die Gewinnchancen zu verdoppeln. Ich würde sagen, wir starten direkt hier mit dem ersten Spiel. Bei Bet3000 muss ich einmal kurz rüber. Dementsprechend stoppe ich einmal die Bildschirmaufnahme und wir sehen uns direkt bei Bet3000 wieder. So, da sind wir wieder bei Bet3000 in der Bundesliga und ich würde sagen, wir gehen direkt in das erste Spiel rein. Und zwar das erste Spiel ist Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Kurz zu den zwei Mannschaften brauche ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Bremen hat jetzt direkt nach der Pause natürlich hier die miserable Klatsche gegen Köln bekommen mit einem 7:1, mit einer 7:1 Niederlage und auch im letzten Spiel konnten sie keine Punkte mitnehmen. Dementsprechend ja, gehen sie hier geschwächt, sage ich jetzt mal, in dieses Spiel rein und genau, das 7:1 gegen Köln war eigentlich nicht so eindeutig, wie das Ergebnis sagt. Die Expected Goals sagen hier 2,0 zu 0,91. Nichtsdestotrotz war das natürlich keine gute Leistung der Bremer Mannschaft, vor allem hinten drin. Hat man sich sehr, sehr viele individuelle Fehler geleistet und bei Köln war einfach fast jeder Schuss ein Tor. Und genau, ansonsten zum VfL Wolfsburg. Sie haben jetzt auch direkt nach der Pause dementsprechend das andere Spektakel abgeliefert, was keiner erwartet hat. Und zwar das 6:0 gegen den SC Freiburg zu Hause. Aber auch hier sieht man an den Expected Goals, die sind nämlich 1,66 zu 1,23, dass das Ergebnis natürlich so in der Höhe natürlich viel zu hoch war. Genau, das ist mal, ich glaube, es wurde auch in der Zusammenfassung gesagt, dass es so eine Niederlage für Freiburg unter Streich noch nie gab. Letztendlich war der Sieg natürlich verdient gewesen, aber man muss sagen, dass ja, Freiburg hier vor allem beim 1:0 noch ja, zurückkommen kann, das 1:1 erzielen kann, beziehungsweise auch den 2:1-Anschlusstreffer dann dementsprechend. Aber man hat die Chancen vorne dann in dieser entscheidenden Phase nicht genutzt. Und hat dann aber hinten die Dinger reihenweise reinbekommen. Dementsprechend hat Wolfsburg das Spiel hier gewonnen. Und auch im letzten Spiel gegen die Hertha konnte man gewinnen. Hier sind wir auch auf den Head-to-Head-Sieg von Wolfsburg gegangen. Ich glaube, zu einer Quote von 1,95 ungefähr. Mit 2 Einheiten. Das wurde auch gewonnen. Gab es auch als Free-Pick. Also schaut auf jeden Fall auch gerne bei Telegram vorbei, um solche Free-Picks nicht mehr zu verpassen. Ansonsten jetzt hier zu der Wette. Ganz einfach. Head-to-Head-Sieg Wolfsburg nochmal zu einer Quote von 1,6. Nur wir haben in der Premium eine 1,944, glaube ich, gespielt. Wir haben das Ganze auch noch also beim vorletzten Spieltag während den Spielen platziert, während Wolfsburg das Ding hier so hoch gewonnen hat und während Bremen ja, so oft die Mütze bekommen hat. Da haben wir die Wette schon gepostet, dementsprechend auch noch eine sehr, sehr hohe Quote mitgenommen. Genau, die Quote betrug sogar eine 2,0er-Quote, ist jetzt bei 1,6 natürlich hier extrem eingebrochen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich hier Wolfsburg klar vorne und auch, ja, wir sehen hier auf keinen Fall einen Sieg der Bremer. Unentschieden haben wir ja abgesichert. Ansonsten sind wir auch hier auch zuversichtlich, dass diese Wette kommt. Und genau, das jetzt dazu. Ansonsten haben wir auch noch eine weitere Wette für euch vorbereitet, auch aus der Premium. Und zwar zum Spiel Schalke gegen Köln. Kurz zu den beiden Mannschaften. Schalke hat jetzt hier gegen Frankfurt gespielt, in Frankfurt zuerst. Hier war ich auch im Stadion. Man muss sagen, dass das Ergebnis letztendlich zu hoch war. Frankfurt hatte 3 Schüsse aufs Tor, 3 Tore. Und Schalke hat vorne die Dinger nicht reingemacht, wo Trapp wirklich dreimal Weltklasse pariert.
Und es fehlte einfach so das letzte Quäntchen Glück, die letzte Entschlossenheit, um hier ein Tor erzielen zu können. Man sieht auch einfach, dass Frankfurt vorne eiskalt ist, sehr, sehr effektiv. Und dementsprechend haben sie auch verdient gewonnen. Aber Expected Goals sagen auch hier nochmal 1,42 zu 1,89. Also sogar eher auf Tendenz Richtung Schalke. Deswegen hatte man jetzt auch im letzten Heimspiel gegen Leipzig die Hoffnung, dass man hier eventuell was machen kann. Aber man wurde nochmal eines Besseren belehrt und Schalke verlor das Spiel mit 6 zu 1 in der Höhe. Nicht unbedingt verdient gewesen. Aber Leipzig natürlich auch nochmal sehr, sehr effektiv. Schalke steht hinten wie eine Kreisligamannschaft gefühlt. Dementsprechend, ja, brauchen wir da nicht mehr viel zu sagen. Köln, wie gesagt, mit dem Kantersieg gegen Bremen. Und genau, deswegen sehen wir hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote, die wir angespielt haben, die aber auch schon stark eingebrochen ist. Und zwar Head-to-Head-Sieg Köln ist jetzt nur noch eine 1,45. Wir haben hier eine Premium eine 1,79 angespielt. Also, ihr seht hier, ja, dass in der Premium aktuell sehr, sehr viel möglich ist, beziehungsweise dass ja, da der Markt beziehungsweise die Buchmacher die Teams noch ganz, ganz anders eingeschätzt haben. Und dementsprechend konnte man hier live am vorletzten Spieltag sehr, sehr gute Quoten einpacken, die schon massivst eingebrochen sind. Ob ich euch hier den Sieg der Kölner empfehle, hat natürlich kein Value, aber ich denke trotzdem, dass Köln hier das Ding gewinnen sollte. Unentschieden ist auch nochmal hier abgesichert. Und genau, das war das. Also das war es jetzt zu den zwei Wetten. Und dass ihr jetzt auch mal noch eine Quote bekommt, wo man sagen kann, dass, ja, dass man die noch anspielen kann. Kommen wir einmal noch zum Spiel Leverkusen gegen Dortmund. Hier haben wir noch keine Wette platziert. Das werden wir vielleicht aber auch noch machen. Und zwar ja, kurz zu den beiden Mannschaften zum Spiel nach der ja, nach der Pause, beziehungsweise ja, nach der Winterpause, jetzt habe ich kurz auf dem Schlauch gestanden. Und zwar spielte hier einmal, jetzt habe ich mir die Spiele gar nicht notiert gehabt, genau, das waren die Sonntagsspiele. Dortmund mit dem Kanter oder mit dem turbulenten Spiel 3 zu 2 gegen Augsburg. Hier haben wir auch eine Live-Wette auf den Sieg der Dortmunder zu einer Quote von 2,2 getroffen. Und Leverkusen erledigte auch die Pflichtaufgabe gegen Bochum jetzt im letzten Spieltag mit dem 2 zu 0. Und genau, also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass beide Mannschaften offensiv sehr, sehr stark sind. Gerade auch Leverkusen mit Florian Wirtz, der zurückgekommen ist. Und Dortmunds Offensive, ja, hat auch nochmal, also gegen Mainz spielte man, gewann dann mit 2 zu 1 am letzten Spieltag. Der Lucky Punch kam der 93. Minute. Aber man hatte hier auch Chancen vorher gehabt, das Spiel klar zu machen. Dementsprechend sehen wir hier zwei sehr, sehr starke Offensive und gerade bei Dortmund eine sehr, sehr schwache Defensive. Und dementsprechend finden wir hier, dass man eigentlich ganz gut auf Tore hier gehen kann. Über 2,5 ist aktuell eine 1,5 und über 3,5 eine 2,25. Beim Asiaten gibt es auf das über 3,0 eine 1,9er Quote. Das heißt, wenn in dem Spiel drei Tore fallen, gibt es Cashback. Wenn in dem Spiel vier Tore oder mehr fallen, dann ist die Wette gewonnen. Und diese Quote haben wir auch im Auge, dass wir die Wette dann auch in der Premium letztendlich platzieren. Und die faire Quote sehen wir hier vielleicht bei einer 1,75 auf die Linie. Dementsprechend ist Value vorhanden. Und genau. Ansonsten haben wir hier noch auch ein anderes Spiel, vielleicht im Auge Hoffenheim gegen Gladbach. Hier sind Tore vielleicht auch noch ganz interessant. Aber erst wenn die Quote weiterhin steigt, hier gehe ich auch nicht mehr näher drauf ein. Da das Video ansonsten zu lange werden wird. Auch jetzt nochmal der Hinweis, um die Gewinnchance beim Gewinnspiel zu verdoppeln, sagen wir diesmal nicht Hashtag Ende, sondern wir sagen einfach, also wir machen das Gewinnspiel, würde ich sagen, ich suche mir gerade einmal ein Spiel aus, was ganz interessant ist, würde ich sagen, zu Bayern gegen Frankfurt. Und als Hashtag machen wir einfach Hashtag Meister. Also einfach Hashtag Meister noch zu eurem Kommentar hinzufügen, beziehungsweise auf euren Kommentar antworten, dann ist eure Gewinnchance verdoppelt. Bei Serda hat sich das Ganze ausgezahlt. Diesmal, vielleicht zahlt es sich bei euch dann beim nächsten Mal auch aus. Also schreibt uns den korrekten Ergebnistipp zum Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt in die Kommentare.
Und mit einer kurzen Begründung wie immer, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und aktiviert die Glocke, dann seid ihr beim Gewinnspiel mit dabei. Zu gewinnen gibt es einen Monat gratis Premium und eine 10 € Paysafe-Karte. Ich wünsche natürlich allen Teilnehmern viel Glück, auch nochmal danke für euren Support. Die Klickzahlen steigen weiterhin, das motiviert uns natürlich und freut uns, dass ihr so aktiv am Start seid, auch hier bei YouTube. Ansonsten dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Korrektes Ergebnis zum Spiel Bayern gegen Frankfurt. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, auch natürlich gute Gewinne am Wochenende. Und falls ihr Interesse an der Premium habt, checkt gerne mal unsere neue Webseite aus. Hier gehen die Unterseiten auch mit der Zeit langsam alle nach der Reihe online. Die Statistikseite ist jetzt auch online. Also schaut sehr, sehr gerne rein. Bei Fragen stehen wir natürlich auch immer bei Telegram zur Verfügung. Und genau, dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.